Hallo Freunde der Fotografie. Heute laufe ich von Herrsching nach Eidenried, also das Ufer des Ammersees entlang. Bin schon relativ spät unterwegs, aber ein klein bisschen Licht ist noch da und ich habe jetzt gerade zwei Boote hier am Ufer entdeckt und da kann man klasse mit Spiegelungen arbeiten. Da sich die Boote auf dem Wasser bewegen, kann ich jetzt nicht unendlich lang belichten, sondern vielleicht nur ein, zwei Sekunden. Aber das möchte ich jetzt einfangen. Vor allen Dingen die Spiegelungen der Boote und der Masten auf dem Wasser. Und das setze ich jetzt hier um. Ihr könnt die Kamera sehen, wie ich die gerade aufgebaut habe. Das Bild mache ich jetzt noch schnell auf. Was kann ich jetzt belichten? 3 Sekunden maximal. Zack. Ziemlich geiles Bild, finde ich, was fast schon als Poster bei mir an der Wand hängen könnte im Wohnzimmer. Also echt ein tolles Motiv. Und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht, wenn ich jetzt die Kamera noch ein kleines Stückchen versetze, um den Stein auch mit aufs Bild zu kriegen. Das mache ich jetzt. So vielleicht. Ja, sieht geil aus. Da habe ich jetzt die Drittelregel einigermaßen beachtet. Stein ist mit drauf, also 3 Bildelemente. Wow, cool. Das Bild muss ich jetzt schnell machen. Meine Settings sind folgende. Ich verwende eine 9er Blende. Um möglichst viel Schärfe auf dem Bild zu haben. Die ISO habe ich jetzt so auf 320 gedreht und belichte maximal 2,5 Sekunden. Jetzt haben sich die Boote wieder gedreht. Jetzt mache ich das Bild einfach nochmal. Ist auch Glückssache, dass in diesen 2 Sekunden nicht zu viel Bewegung auf dem Wasser ist und das Boot sich zu schnell dreht, sonst wird es zu unscharf. Aber die Farben leuchten gerade so schön und die Masten spiegeln sich so geil auf dem Wasser. Wow, top. Ja, und jetzt führt mich der Weg einfach weiter südlich am Ammersee, hier direkt im Ufer. Es wird jetzt wirklich stockfinster. Da darf ich jetzt meine Stirnlampe aufsetzen und das Ufer absuchen. Das wird jetzt ein bisschen erschwerend sein, weil ich muss immer wieder von diesem Fußweg, von diesem Wanderweg rechts durch das Gebüsch ans Ufer laufen und einfach schauen, ob da irgendwo ein schöner Baumstamm oder irgendwas, ja, Schönes im Wasser liegt, was man einfach fotografieren kann in der Nacht. Gehen wir es an, das Licht ist jetzt weg. Ja, und da es heute super warm ist, kann ich ruhig auch ein richtig langes Stück jetzt mal hier am Ufer entlang laufen. Das macht mir heute nichts. Geil, also weiter geht's. Zum Fotografieren. Auch hier wieder im Hintergrund ein Privatsteg. Weil jedes Haus hier am Ufer hat einen eigenen Steg, aber die Stege sind gesperrt für das Normalvolk. Das respektiere ich und suche mir einfach noch meinen Spot. Aber es dauert, habe ich so das Gefühl. Einfach nichts Gescheites zum Fotografieren hier. Scheiße. Leute, es ist nicht so einfach, was zu finden. Ja, vorhin war ich ein bisschen hektisch, weil ich das letzte Licht noch mitnehmen wollte, um diese wunderschönen 2 Boote zu fotografieren. Und ja, jetzt hatte ich noch mal gut 1,5 Stunden Zeit, wieder runterzukommen. Bin das Ufer weiter entlang gelaufen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, nochmal Danke zu sagen. Danke an euch für die 1800 Follower. Echt cool. Also wie ihr alle auf mein letztes Announcement reagiert habt, freut mich sehr. Vielen Dank für eure Unterstützung weiterhin. Und ich gebe mein Bestes, gute Videos für euch abliefern zu können.
Und jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt endlich einen Spot gefunden. Ich bin jetzt unzählige Male von diesem Wanderweg immer wieder durch das Dickicht, durch das Gebüsch zum Ufer gelaufen und habe einfach nichts gefunden außer Kieselsteine, Schilf und ja, die Wasseroberfläche. Aber jetzt habe ich einen massiven Baumstamm hier am Ufer gefunden. Der ragt ein paar Meter ins Wasser rein und die Wurzel liegt auch am richtigen Platz. Und das Foto möchte ich heute aufnehmen. Es ist warm, ganz easy alles. Keine Wintermütze auf, keine Handschuhe. Die Mücken, die zerstechen mich auch. Vielleicht könnt ihr es ja hier im Video auch sehen. Ja, man sieht das gegenüberliegende Ufer ziemlich gut und diese Wurzel ragt so schön, fast wie ein Leuchtturm, finde ich, hier im Bild hervor. Und jetzt brauche ich irgendwie die richtige Bildkomposition. Ich zeige euch mal kurz den Baum, wie er jetzt aussieht und drehe die ISO mal wieder auf 10 oder 20.000, weil es ist schon echt dunkel hier. Und dann finden wir zusammen irgendeine schöne Bildkomposition. So, jetzt könnt ihr den Baum sehen. So sieht er aus. Und da drüben ist das gegenüberliegende Ufer. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie könnte ich diesen Baum richtig in Szene setzen mit entsprechendem Nachthimmel. Also von der Seite aus weniger, weil dann habe ich diese schönen Lichter nicht mehr. Also gehe ich auf die andere Seite. Momentan filme ich mit einem 35mm Objektiv, aber nachher mache ich das Bild mit meinem 14mm Objektiv, dass ich mehr vom Baumstamm drauf bekomme. So, wie ihr jetzt seht, das Bild von unten zu machen, macht überhaupt keinen Sinn, weil ich dann das andere Ufer nicht sehe. Also muss ich tatsächlich irgendwie höher gehen und da irgendwas Cooles finden. Und wenn man es schafft, ein Motiv von links in die Bildmitte laufen zu lassen, dann wandert auch der Blick des Betrachters von links in die Bildmitte. Und das soll ja auch mein Hauptmotiv sein. Also deswegen mache ich es auch von der Seite. Ja, und jetzt versuche ich das Bild doch so gut wie möglich auszurichten und achte dabei, dass die Kamera in der Waage steht. Da habe ich die elektronische Wasserwaage angeschaltet. Ich nehme eine Objektivstabilisierung raus, also der Steady Shot ist auf Off. Schalte meine Auslöseverzögerung an, dass erst nach 2 Sekunden das Bild gemacht wird, wenn ich meinen Auslöser drücke. Von der Belichtungszeit ist es so, dass ich hier bei meinem 14mm Samyang Objektiv die 20 Sekunden Maximalbelichtung wähle, weil wenn ich länger belichten würde, hätte ich die Sterne, die man nachher sieht, als Striche drauf, aber ich will sie als Punkte haben. Und jetzt hat auch hier der Grundstücksbesitzer, der ungefähr 50 Meter vor mir da sein Haus hat, seine Flutlichtlampe angemacht. Die leuchtet mich mal komplett an. Ich hoffe, dass man jetzt die Schatten des Stativs nicht zu sehr auf dem Wasser sieht. Mal gucken. Okay, ist alles im Fokus. Ah, der Nachbar hat das Flutlicht ausgemacht. Cool. Dann kann ich hier doch stehen bleiben. Links neben mir ist ein Biber zu hören. Man kann leider nicht sehen, aber irgendeiner knabbert. Oh, wow, 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 wow. Mein lieber Schieber. Das erste Bild ist jetzt sehr rot geworden, weil ich jetzt im automatischen Weißabgleich war. Ich wähle jetzt lieber mal den manuellen und gehe mal auf, ja, Kelvin, sowas 4400. Da wird das Bild bläulicher und irgendwie auch realer, weil in der Nacht brauche ich jetzt keinen roten Himmel. Und jetzt im Momentan sehe ich tatsächlich auch, wie so ein Wolkenschweif direkt auf die Wurzelspitze zuläuft. Das sieht auch ganz, ganz gut aus. Manchmal hat man echt Glück, ne? Man muss nur lang genug suchen und laufen. Zucker ist das Bild, echt gut. In dem Fall ist es super cool, dass ich das Stativ so hoch rausfahren kann, weil dann sehe ich möglichst viel vom Ufer und von dieser Baumspitze. Ja, und auch hier bei dieser Nachtfotoaktion kommt mir dieses Bright Monitoring, oder ich nenne es ja immer Nachtmodus, meiner A7 III Kamera zugute, weil mit einem Knopfdruck, wenn ich hier auf den Mülleimer draufklicke an der Kamera, habe ich ein viel helleres Bild und ich kann meine Kamera gut ausrichten, obwohl es so dunkle Nacht einfach hier ist. Bright Monitoring erkläre ich in diesem Video hier oben, klickt da mal drauf, das ist echt eine interessante versteckte Funktion der Sony Kameras. Also an der A7 III geht es zumindest. Aber muss man erstmal finden im Menü. Genau, also Bright Monitoring bewirkt im Kurzen Folgendes. Die Kamera lässt viel, viel mehr Licht rein. Also die Kamera wählt automatisch eine sehr, sehr hohe Belichtungszeit, um die
gut auszurichten und sein Motiv eigentlich in der Nacht ganz gut zu erkennen. Fokussieren muss man allerdings ohne Bright Monitoring. Das macht man am besten hier mit einer Stirnlampe im manuellen Modus. Aber das Ausrichten ist top mit Bright Monitoring. Ja, und jetzt zur Bildkomposition an sich. Ich achte hier auf die Zweidrittelregel, dass ich nur ein Drittel Vordergrund habe und zwei Drittel Nachthimmel. Ja, let's go. Ich mache die Lichter jetzt aus, habe die Kamera noch mal ein kleines Stückchen angehoben, mache mein Foto und bin eigentlich happy für heute. 2,8er Blende habe ich jetzt gewählt, weil da maximal viel Licht reinkommt. Ich die Wurzel hier als Hauptmotiv scharf haben will und der Rest schaut einfach nur blurry und schön verschwommen hinten aus. ISO habe ich jetzt eine 2500 gewählt, das könnte ganz gut aussehen. Vielleicht mache ich noch mal ein Bild und wähle vielleicht nur 1600 ISO. Es kommt einfach ganz drauf an. Im Display kann man das Bild nicht immer so gut beurteilen, das fertige, aber nachher am Rechner. Und deswegen mache ich gerne jetzt mal zwei Bilder auf 2500 und ja, ein Bild mit niedriger ISO. Die Geräusche hier um mich herum sind schon wieder der Wahnsinn. Enten, Biber, Stechmücken. Hört ihr es? Jetzt probiere ich noch eine zweite Perspektive aus. Und zwar nehme ich den Baumstamm in die Bildmitte. Also der geht straight in die vordere Bildmitte rein und die Ortschaft ist links im Bild zu sehen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ja, welches Bild euch besser gefällt, von der Seite, schräg von der Seite oder eben diese Perspektive. Hier ändere ich jetzt auch nichts. Fokussiert hatte ich vorhin eh schon manuell und bin auf derselben, ja, auf derselben Entfernung, auf derselben Linie. Deswegen mache ich jetzt so das Bild und schaue dann einfach, wie es wirkt. Und wirklich beurteilen kann man das Bild dann auch erst am Rechner auf dem großen Monitor. Aber ich probiere es, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich filme jetzt gerade mit der A7 S2. Bin jetzt auf 20.000 ISO, 32.000 ISO, 50.000, auf 80.000 ISO filme ich jetzt gerade, Leute. Das ist ein wahres Nachtsichtgerät. So, aber ich stehe jetzt hier im Wasser mit meinen Schuhen. Aber für das eine Foto mache ich es gern. Muss aber noch gute 1,5 Stunden zurücklaufen. Wow, mit nassen Füßen. Aber schon Wahnsinn, gell? Ich bin echt gespannt, was ihr sagt, ob das Bild jetzt besser kommt oder von der Seite. Jetzt hier raus aus der Siffe. Scheiße, ich hätte Gummistiefel mitnehmen sollen. Aber ich kann euch echt sagen, ich bin hier nicht das letzte Mal. Ich werde hier bei Sonnenuntergang nochmal herkommen, wenn der Himmel schön rot gefärbt ist und die Wolken glühen. Und da probiere ich auch nochmal ein geiles Bild aufzunehmen. Wenn ich davon auch ein Video machen soll, Mai, gib Bescheid. Ansonsten poste ich mein Bild einfach wieder auf Instagram, auf Eichhornfilm. Da könnt ihr es euch auch anschauen. Genauso wie diese zwei Bilder. So, jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal für den Zuspruch zu meinem letzten Video. Und gebt mir ein Like, wenn euch das Video und diese Nachtaktion wieder gefallen hat. Ich muss jetzt wieder den etwas längeren Heimweg antreten. Ja, und freue mich, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Schöne Grüße, euer Sigi vom Ammersee. Goodbye and good night.